Im Gemeinschaftshaus der Kleingartensparte an der Ebendorfer Straße gab es schon vor einer Woche eine kleine Vernissage zu einer Ausstellung mit Bildern von Elena Rahmsdorf und Nina Vercibiska. Beide Künstlerinnen kommen aus der Ukraine und widmen sich in ihren Arbeiten der Abbildung und Widerspiegelung der Natur und wollen so einen künstlerischen Beitrag leisten, die Bewahrung unserer Umwelt wieder und wieder ins Bewusstsein zu rufen. Das ist auch die Verbindung, die der Vereinsvorstand der Kleingartensparte zwischen den Bildern der Malerinnen und der Arbeit der Nutzer der Schrebergärten sieht. Die Arbeiten sind im Wesentlichen naturalistisch und in unterschiedlichen Techniken ausgeführt. Vereinzelt naiv, aber in den anderen Arbeiten manifestiert sich Talent mit einer soliden Ausbildung. Da zur Eröffnung der Ausstellung nur wenige der Kleingartenpächter neugierig genug waren, um die Arbeiten und ihre Schöpferinnen kennenzulernen, sind die Bilder noch in den nächsten Tagen im Gemeinschaftshaus der Kleingartensparte an der Ebendorfer Straße zu sehen.